wenn ich halt dann schon so reingehe, so mit den Ellenbogen austeile und dann auch gegen Otto sage, ah, der kann eh kein Feuer und kriegt er eh nicht hin, und, ich zeige euch mal hier. Also dann hätte ich ja, dann wäre ja schon mein Ziel gewesen, dass ich dann auch ein Feuer zeige. Wir gehen rein, auf ganz entspannter Basis, ohne voreingenommen zu sein. Leute, beruhigt euch, nicht gleich ausrasten im Chat. Beim guten Joe Vogel, es gibt ein Update zu Teil 2. Wir gehen jetzt einfach mal ganz neutral rein in die Nummer. Wir gucken einfach mal, was er uns hier anbietet. Oh, was macht er hier? Bambussäge oder irgendwie sowas? Ach, Gott. Hey. Hi, Joe Vogel hier. Ich mache hier gerade ein bisschen frei. Hinter mir Schilf, großes oder Pfahlrohr genau genommen. Aha. Unter mir alles voll mit Brombeeren und Sauerklee. Also der perfekte Platz, um die wichtigsten Fragen aus der Folge 2 zu beantworten. Außerdem, wie hätte Otto tatsächlich Feuer machen können? Das erfährst du jetzt. Okay. Wir gucken mal. Aber es sieht nach Praxis aus. Vielleicht geht es zum Thema Bambus, Reibe, Feuer, Bohren, Reiben, dies, das. Wir gucken mal. Hi, schön, dass ihr wieder reingeschalten habt. Wir werden uns heute wieder die wichtigsten Fragen anschauen, die es seit der letzten Folge, der Folge 2 zu Seven vs. Wild ergeben haben. Ich habe mir wieder kräftig Notizen gemacht. Ihr merkt, es ist ziemlich heiß. Ich werde mir jetzt auch ein bisschen entkleiden, sonst verschwitze ich mich. Und ja, es ist heute der 23. Dezember 2022. Es hat jetzt so um die 24 Grad, schon fast subtropisch. Und vielleicht kriege ich das Video heute raus. Wäre mir ganz recht, wenn ihr morgen andere Sachen zu tun habt, als hier auf dem Kanal Videos anzuschauen. Also geht bitte gerne raus und feiert danach schön Weihnachten oder was ihr auch immer feiert. Warum wird mein Kommentar nicht angezeigt? Ich habe eine Filterfunktion drin und ich habe ganz, ganz viele Einzeiler von Leuten, die reinkommen und irgendwas absondern und wieder rausgehen. Die werden automatisch rausgefiltert. Die sind alle in diesem zu überprüfen Fenster auf YouTube drin. Ich habe ehrlich gesagt weder Bock noch Zeit, mich da komplett durchzuarbeiten. Manchmal rutschen da ganz interessante Kommentare mit rein. Ich schaffe es leider nicht, um alle Kommentare ungefiltert reinzumachen. Das hatte ich früher gemacht und dann habe ich mir nach Jahren mal die Kommentare angeschaut. Das mache ich nicht mehr. Krass, das heißt, Joe Vogel überprüft jedes einzelne, nee, nicht jedes einzelne. Dann hat er irgendeinen Filter drin, dass lange Kommentare durchgehen und kurze landen in irgendeinem Filter, die er selbst freigeben muss, oder was? Okay. Also bei mir kann jeder kommentieren, wie er will, aber ich schaff's natürlich, also ich könnte ja gar nicht alle überprüfen, geht gar nicht. Hätte ich auch gar keinen Bock zu. Hat er auch nicht, kann ich auch verstehen. Ist das, bleibt bitte anständig, wenn ihr hierher kommt und ihr sondert was in den Kommentarbereich ab und ich das Gefühl habe, ihr seid wirklich nur deshalb hergekommen, habt euch das Video nicht angeschaut, dann habe ich auch keine Lust, das irgendwie drin stehen zu lassen. In die andere Richtung bitte auch, also kommt bitte nicht, schaut euch bitte nicht die Videos hier an und geht zum Fritz Meinecke rüber auf den Kanal und pfeffert dort irgendwas in die Kanalkommentare rein, die nicht in Ordnung sind. Wir bleiben alle zivil, also zumindest in den Kommentarspalten. Warum antwortest du mir nicht? Ist denn wirklich alles falsch? Nein, natürlich nicht. Die Videos sind geschnitten. Die sind teilweise unterhaltsam geschnitten oder das, was die meisten wahrscheinlich als unterhaltsam wahrnehmen. Und die Folge, die Folgen hätten meines Erachtens durchaus auf 3 sehr, sehr interessante, knackige Folgen runtergekürzt werden können. Und mit ein bisschen... 20 Minuten. 3 20 Minuten hätten doch locker gereicht. Im Training hätte das Ganze richtig, richtig gut werden können. Mhm. Und es wird auch eine Folge hier auf dem Kanal geben, das ist Seven vs. Wild, alles richtig, weil es gibt Bereiche, die tatsächlich richtig gemacht worden sind. Oh, ich bin gespannt. Ich bin auf das Video, freue ich mich. Okay. Okay, das wird geil. Und wie ihr Clickbait-Profis natürlich wisst, ist es etwas schwierig zu schreiben. Alles richtig, bis auf das und das. Also ihr wisst, dass das Ganze polarisiert, dass das Ganze etwas polemisieren soll. Und ich denke, die allermeisten kommen damit auch klar mit dem Inhalt. Und ich habe gelernt, ich sage jetzt nicht mehr, Fritz wird mit meiner Kritik klarkommen, weil das ist tatsächlich ein bisschen unfair. Ich hoffe, dass meine Kritik bei Fritz so ankommt, wie sie gedacht ist. Dazu werde ich gleich noch etwas... Gucken einfach. Wir sind ganz entspannt, Leute. Wir sind ganz entspannt, neutral in das Video. Wir hören uns einfach mal an. Sagen. Warum bist du so unsympathisch und arrogant? Also erstmal kann ich überhaupt nicht arrogant sein. Also per Definition nicht. Okay? Und
das Unsympathischsein, das habe ich mir erarbeiten müssen. Ich bin einer von 5 Geschwistern und da lernt man das einfach über die Zeit. Wieso kann er jetzt per Definition nicht arrogant sein? Das interessiert mich mal. Ganz ehrlich, dass ich so ein bisschen eine Krawatte habe, hat nur zu 3/4 mit Seven vs. Wild zu tun. Ich bin, seit ich 11, 12 bin ich mit dem Thema Survival verbunden. Und das ist einfach mein Hauptberuf. Und alle paar Jahre kommt jemand und springt auf das Thema auf. Und dann gibt es einen riesen Radau. Und die Leute, die nehmen das dann als Survival wahr und haben dann dementsprechend die Ansprüche, dass wenn Sendungen, Bücher etc. gemacht werden, dass dann diese unrealistische Art und Weise des Survivals dargestellt werden. Aber da ist es tatsächlich eher das Problem, dass die Medien da häufig, also die klassischen Medien, etwas unreflektiert aufspringen und bei YouTube-Filmen, auch bei der Serie von Seven vs. Wild, ist es tatsächlich so, dass es nicht so wirklich redigiert oder wie soll ich sagen, es wird nicht vorkontrolliert. Es ist ein kleines Team und es hat einen Grund, warum große TV-Sender da manchmal noch ein Justiziar drüber laufen lassen. Oh, ich komme gerade wieder nicht hinterher. Ich habe mich gerade versucht zu konzentrieren, aber ich raff's gerade noch nicht. Was, vorkontrolliert? Kann mir das jemand wieder übersetzen? Ich verstehe es gerade wieder nicht. Oder fachliche Beratung haben im Sender, die dann drüber geht und sagt, naja gut, das müssen wir jetzt nicht so zeigen. Und ihr habt ja auch gesehen, bei Seven vs. Wild gibt es immer wieder so Bauchbinden, wo steht, don't do stupid things oder sowas in die Richtung. Und das sollte man nicht machen. Manchmal zu eher unpassenden Sachen und ganz häufig fehlt das Ganze unpassend. Ich glaube wirklich nicht, dass auf einer tropischen Insel Knossi beim Feuerstarten an einer Kokospalme einen Waldbrand verursacht. Würde ich persönlich nicht machen, aber das ist nicht so das Riesending, dass Rauchen nicht gesund ist. Ja, wissen wir auch. Eine ganz wichtige Sache. Wenn es langweiligen Survival-Content gibt, dann kommt er bitte schön von mir. Also ich bin der Profi im langweiligen Survival-Content, deshalb fühle ich mich auf den Schlips getreten. Ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch mich persönlich von Seminaren und von Vorträgen oder Treffen kennen. Und die allermeisten kennen meine Art, meinen Humor, also eigentlich kein Humor, aber die Leute, die mich kennen, die wissen, wie die Person, die Rolle Johannes Vogel oder Joe Vogel als Videoperson oder öffentliche Person sich vom Trainer oder vom Vorlesenden in irgendwelchen Vorträgen oder sowas unterscheidet. Dasselbe ist auch bei Fritz Meinecke der Fall oder bei Knossi. Die Medienrolle, die ist nicht identisch mit der persönlichen Rolle. Das ist interessant. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann der Herr Vogel meine persönliche Rolle jemals kennengelernt hat. Wo hat er die denn kennengelernt? Meine persönliche Rolle, meine private Rolle. Und wo hat er denn Knossis private persönliche Rolle kennengelernt? Interessant. Und es gibt tatsächlich auch einen privaten Show, den ihr hier so nicht sehen werdet. Und geht ja auch gar nicht. Also wie sollte das gehen? Weil sobald eine Kamera läuft, ist es ja schon nicht mehr privat. Es ist ja faktisch nicht möglich. Auf einem Seminar? Ich war nie auf einem Seminar. Und es ist auch so, je professioneller YouTube gibt, desto eher diversifizieren sich diese Rollen. Und da kann es auch durchaus beispielsweise die Rolle des scharfen, polemischen Kritikers geben. Und die nehme ich zumindest in dieser kleinen Serie hier an. Und ich habe da überhaupt kein Problem damit. Also ich will es nicht sagen, es ist alles nur Spaß, aber glaubt mir bitte, ich bin bei weitem nicht so angefressen, wie ich mich anhöre. Ich habe mir gesagt, dass ich privat oder als Expeditionsteilnehmer auch hin und wieder ein Arschloch sein kann. Das heißt, so super einfach ist niemand gestrickt. Das gehört auch dazu. Warum machst du das alles? Ich habe meine Ich habe leider den kompletten Punkt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, warum. Also ich habe ein bisschen Fragezeichen. Ich habe extra jetzt versucht, nicht zu unterbrechen, um das mal wirklich mal wirken zu lassen. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, was jetzt, worum ging es jetzt eigentlich? Also ich habe so 80% von den Worten habe ich verstanden, aber nicht, worum es jetzt eigentlich ging. Oder? War das eine Antwort auf eine Frage? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich versuche gerade im Chat so parallel ein bisschen mitzulesen, ob es jemand. Kernaussage, er ist live anders, du sicher auch, alle spielen eine Rolle. Er redet einfach nur ein bisschen ohne Leitfaden.
Ihr habt auf der Insel eine Rolle gespielt. Ich lese einfach mal jetzt vor, was bei den Leuten angekommen ist nach der Aussage. Ist ja mal ganz interessant. Was, ne, du hast ja Sender, Empfänger und so weiter. Was ist bei euch angekommen? Immer nur um den heißen Brei herumreden. Er fühlt sich angegriffen, weil Seven vs. White ihm die Show beim Thema Langeweile Survival stiehlt. Das Video ist eher so ein Q&A. Coitus Interruptus. Ben an dieser Stelle vielleicht besser. Ben erst seit kurzem dabei, aber der redet ohne Sinn. Du wirkst hier auch anders, als wenn du bei anderen zu Gast bist. Aber das könnt ihr doch gar nicht wissen. Also du warst doch gar nicht dabei, als ich bei anderen zu Gast bin. Wisst ihr, was ich meine? Er überschlägt sich beim Denken und bringt nichts zu Ende. Also definitiv fühlt er sich auf den Schlips getreten. Er hat ganz schwer zu verstehende sarkastische Rolle und ihr seid vor der Kamera auch in einer Rolle. Das erklärt er gerade sehr kompliziert. Okay. Mein Hirn hat nach 2 Minuten abgeschaltet. Lohnt nicht. Per Definition ist er nicht arrogant. Okay, wir machen mal weiter. Aber ist ja mal ganz spannend vielleicht auch, falls Joe das sieht, auch zu wissen, was passiert in dem Kopf der Zuschauer. Vielleicht sind es auch nur meine Zuschauer, weil wir sind, muss natürlich dazu sagen, auch eine eher einfach gestrickte Community. Ne? Bei uns geht es wirklich um die absoluten Grundbedürfnisse des Lebens. Sex, Drugs und Dirty House Music. So, das ist natürlich das, worum es bei uns ja hauptsächlich geht. Wir gucken weiter. Seminarschulen in Deutschland aufgegeben. Ich habe meine eigenen Seminare während der Pandemie aufgegeben oder aufgeben müssen und ich bin ins Ausland ausgewandert. Ach so. Und ich habe jetzt nach Jahren des TV-Produzierens wieder mit YouTube angefangen und da ja, hat sich jetzt einfach angeboten, dass ich auf diesen Zug aufspringe. Spricht überhaupt nichts dagegen. Also das ist, Fritz Meinecke ist auch auf den Survival-Zug aufgesprungen. Ich weiß, dass er durchaus auch durch meine Videos und durch meine Bücher zum Survival gekommen ist. Spannende Aussage. Also auf den Survival-Zug würde ich sagen, bin ich nicht aufgesprungen. Ich mache den Bums hier auf diesem Kanal seit über 8 Jahren. Wir können ja mal gucken, wie groß die Survival-Szene auf YouTube dort war. Ich glaube schon, dass sich die Outdoor-Szene ein wenig, die deutsche Outdoor, ich sag Outdoor, nicht Survival, Outdoor-Szene ein wenig minimal mitgeprägt habe, so ein bisschen, so ein Müh. Durch die Bücher von Herrn Vogel bin ich definitiv nicht zum Survival gekommen. Ganz im Gegenteil, ich habe mich schon lange damit beschäftigt und auch dafür interessiert, auch vor YouTube schon. Und habe da immer mal wieder verschiedenste Lektüre von allen möglichen Leuten bei mir rumliegen. Also ich habe keine Ahnung, schon 50 Bücher oder so. Und das weiß er auch ganz genau, dass wenn ihn alle ignorieren würden, dann wäre das ziemlich langweilig. Dann wäre es nämlich auch nicht sonderlich groß rausgekommen. Das heißt, die entsprechenden Lobhymnen und die entsprechenden Kritiken, die wir da einfach bekommen. Ich bin tatsächlich wieder super motiviert, Dinge draußen zu machen, Dinge aufzudröseln. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da wieder neu einzusteigen, weil halt viele Fehler gezeigt werden. Und da bin ich jetzt super motiviert. Und das ist wirklich eine Sache, die Fritz Meinecke geschafft hat, auch mit seiner Sendung. Warum? Leute, wir haben Joe Vogel motiviert, rauszugehen, in die Natur wieder Dinge zu tun. Das freut mich doch. Das ist was Positives. Gibt es manchmal diese Pornomusik? Also, es hat einen einfachen Grund. Wir drehen hier mit so einem ganz klassischen Henkelmann. Nicht Hinkelmann, sondern Henkelmann nennen sich diese Form von Kameras. Und da ist eine eigentlich ganz gute Keule drauf, ein Richtmikrofon. Nur erstens, wir haben hier gerade Olivenernte und vielleicht hört ihr es im Hintergrund, es gibt regelmäßig dann so Kettensägen oder Traktoren zu hören. Und zweitens, es ist relativ windig. Das heißt, das Ding ist voll bepackt mit Windstoppern und Deadcats und dann ist hier noch ein Low-Pass, ein High-Pass-Filter drin, der das Windrumpeln rausholen soll. Und diese Panasonic, die neigt dazu, dass das Ganze sich dann sehr, sehr blechern anhört. Von wann ist diese Kamera und dieses System? Also würde mich wirklich interessieren. Ich habe sowas damals gesehen, irgendwie so, keine Ahnung, vor 15 Jahren bei verschiedensten Dingern. Aber filmt man mit sowas heute noch? 1991, 1999? Nee, also soll jetzt kein Diss sein, so. Würde mich wirklich mal interessieren. Weil tatsächlich, bei Klaus Kinski, Fernsehequipment schaut doch immer ein bisschen verrückt aus. Naja, also Fernsehequipment ist, also ich drehe ja auch mit dem TV, die haben da noch ganz andere Dinge am Start. Aber dreht man mit sowas heutzutage noch? Ist das ein Ding? Ich meine, alle drehen mit irgendwelchen Sony Alphas und keine Ahnung und Rode Mikrofon und sowas. Da hört sich das irgendwie alles ein bisschen schöner an, oder? Kackding.
Ich fühle mich allerdings mit der Keule eigentlich ein bisschen wohler als mit der Funkstrecke, weil ich da etwas freier bin und spontaner bin. Das kann ich verstehen. Aber ich werde jetzt wieder die Funkstrecke verwenden. Meine HW100, die hat derzeit Probleme am Stecker, aber ich habe mir jetzt neue Rode bestellt. Das heißt, der Ton sollte wieder etwas besser werden. Dadurch, dass das Ganze sich da manchmal ein bisschen komisch anhört, mache ich diese Pornomusik drüber und außerdem erinnert die mich so ein bisschen an meine Anfänge im TV und deshalb fühle ich mich damit auch ganz wohl. Hast du die Folgen überhaupt gesehen? Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe auch die Behind the Scenes gesehen. Es ging mir nur darum heraus... Den Klick habe ich mitgenommen. Die 1,5 Cent habe ich nochmal verdient am Joe. ...stellen, dass die für mich eigentlich keine großartige Rolle spielen. Und die... Ja, die Streams oder die Reactions, die erklären dann häufig manchmal so ein bisschen fadenscheinig, ah, das ist eigentlich so und so gewesen. Aber ich will mich eben tatsächlich auf die Hauptserie beziehen. Da ist manchmal der Schnitt vermutlich nicht sonderlich geglückt geschehen. Aber wenn ich jetzt alle Reactions, alle Erklärungen und dann auch noch von den Teilnehmern von letzten Jahren mit reinnehmen würde, dafür reicht mir meine Zeit nicht. Also das ist so wichtig ist mir tatsächlich dann auch nicht. Wo sind denn die ganzen Fehler, die du angekündigt hast? Ja, wir sind gerade bei Folge 2 von mindestens 8. Ich habe jetzt erst. Ja, wir sind bei Video Nummer 4, aber so richtig die ganze Fehlerbehandlung hat noch nicht stattgefunden, ne? Wir sind noch im großen Intro-Prozess, sind wir noch. Mal 1 von 8 hingeschrieben, damit ihr seht, sind noch sehr, sehr viel mehr Folgen. Das sind jetzt erstmal die Grundlagen, die wir geschaffen haben. Was hätte ich strukturell an der Serie anders gemacht? Und jetzt geht es auch in die Folgen rein. Also wir werden uns mit Unterkunft, mit Strategie, mit mit Nahrung, mit Sicherheit beschäftigen, mit Shelter natürlich auch. Und das sind dann jeweils einzelne Folgen, die wir machen. Und ich habe auch extra so ein bisschen gewartet, bis die Hauptserie eigentlich ausläuft, weil ich da nicht komplett vom Anfang an, bevor ich überhaupt das meiste gesehen habe, reinhauen kann. Finde ich gut. Sondern ich habe tatsächlich die allermeisten Folgen gesehen, auch die aktuellsten Folgen, in der tatsächlich auch bestätigt worden ist, was ich vermutet hatte, dass Otto natürlich kein Feuer sägen oder bohren kann. Aber ja, das auch dazu. So, ob das hiermit so gut klappt, I don't know. Tatsächlich habe ich das nicht wirklich mal getestet, nur ein paar Videos gesehen. Aber es ging ja auch bei Otto nicht darum, ein Feuer zu entzünden, sondern lediglich eine heiße Temperatur durch Reibung herzustellen. So, sonst hätte er ja irgendwie sich auch ein bisschen Zundernest und kleines Anzündmaterial und so bereitgelegt. 74. Das Wasser wurde getestet. Das ist eine Reaktion auf mein letztes Reaktionsvideo, mein Update-Video. Das weiß ich doch. Das Problem ist ein anderes. Also Nummer 1, die US-Armee war auf der Insel und die hat zentral diese Giftgase getestet und die hat aber inselweit einzelne irgendwelche Strukturen aufgebaut gehabt. Fritz findet die vermutlich Acetylenflaschen beispielsweise in diesem kleinen Bunkerchen. Er findet auch verrostete Fässer und genau das sind die Probleme. Wir haben hier Betriebsstoffe von der US-Armee und die sind bekannt, dass diese super, super schmutzig gearbeitet haben und PCB und andere Stoffe in die Natur rausgegeben haben. PCB war größtenteils durch Hydrauliköl von irgendwelchen Gabelstapeln. Ja, das mag ja alles ganz sein, aber es ging ja darum, dass das Wasser getestet worden ist. Stapler etc. Also da ist ganz, ganz viel Schlimmes passiert. Ja, ja. Und jetzt fehlen den meisten so ein bisschen der Überblick, wie in den Tropen oder in den Subtropen die Niederschläge passieren. Du hast ein Gewässer und dieses Gewässer fließt, da kann man eine Wasserprobe rausnehmen, das ist überhaupt kein Problem und die kann auch gut sein. Ja. Und dann hast du einen Regen und Regen füllt sogenannte Torrente Torre, das sind Gewässer, die es auch hier im Mittelmeergebiet viele gibt, die normalerweise kein Wasser führen, aber dann werden die überschwemmt und die suchen sich neue Wege, neue Flussbahnen, neue Flussbetten und dabei kann alles Mögliche ausgeschwemmt werden. Aber du weißt doch gar nicht, wann wir Proben genommen haben und wie oft und wer diese genommen hat, an welchen Stellen, ob nach dem Regen, woher diese Informationen sind, was für eine Testmethode dort angewandt ist. Die Informationen hast du doch gar nicht. Das getestete Wasser hätte bedeutet, dass das Wasser gescreent werden muss. So wie
Aber du weißt doch gar nicht, ob es gescreent wurde oder nicht. Wie es jeder auch in einem Wasserwerk macht. Ja. Das ist das Screenen bedeutet, wann immer du eine Veränderung im Wasserkörper hast, Hochwasser, Niedrigwasser oder Niederschläge, dann musst du neu testen. Und gerade diese Betriebsstoffe oder diese Altlasten, die können jederzeit rauskommen. Wir haben auch in Deutschland einige sehr, sehr stark verseuchte Böden, die immer wieder nach starken Regenereignissen, wie sie vor allem auch, eben auch in den Tropen stattfinden, wieder zu einer ziemlich starken Belastung beispielsweise des Grundwassers oder des Flusswassers führen. Ja, absolut richtig. Also ja, gebe ich ja recht, was er damit sagt. Aber nichtsdestotrotz weiß er doch nichts über die Testgeschichten. Was, wann, wie, wo, wie oft, wie lange? Es ist auch tatsächlich nicht so, dass es so diesen zentralen Bereich gab, wo das Giftgas versprüht worden ist, sondern wie gesagt, es gibt den zentralen Bereich, von dort aus fließen die Flüsse tatsächlich raus an den Strand und die ganze Insel wurde genutzt, also es gab Flughäfen dort vor Ort, es gab Häfen, es gab Landestellen. Fritz hat ja selbst diesen Betonweg gefunden, der ist ja nicht umsonst da. Und dort überall wurde teilweise, wenn Hydrauliköl gewechselt worden ist, wurde das Ganze halt in Kanister gemacht, zur Seite gelegt und irgendwann gammeln die Dinger durch und da sind dann eben die Betriebsstoffe aus den 40er, 50er Jahren drin und die sind richtig, richtig unangenehm. Also ich bleib dabei, das Wasser ist definitiv nicht sicher, das sollte getestet werden und hier spreche ich noch nicht. Das Wasser ist nicht sicher, es sollte getestet werden. Mal von den Mikroorganismen, die ihr in den Tropen normalerweise im Wasser habt und das sind zum Beispiel Giardia und das sind Mikrosporidien, Kryptosporidien, solche einzellige Mikroorganismen und die führen in ganz, ganz geringen Konzentrationen zu einer Infektion und das ist übrigens auch einer der Fehler, die wir beim Trinkwasser besprechen. Alle probieren, ob das Wasser trinkbar ist, vorm Filtern machen ein paar Tropfen in den Mund, das kann bei Giardia beispielsweise ausreichen für eine Durchfallerkrankung von einigen Tagen. Und manche trinken sogar ein bisschen mehr. Also das als Hinweis. Da war auch noch die kurze Frage wegen Joris, der versucht, Trinkwasser über die Plastikflaschen zu entkeimen, indem man sie in die Sonne legt. Das war eine Glasflasche, oder nicht? War das nicht eine Glasflasche? Kann man machen, das ist die sogenannte SODIS, das UVC. Der Biologe von neulich sagt wieder was anderes. Der Biologe sagt, wenn du das Wasser dort vor Ort in die Sonne stellst, ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil durch das UV-Licht die ganzen Mikroorganismen und was nicht alles ist, ich kenne die Fachworte nicht, erst anfangen so richtig zu keimen und zu wachsen, sich zu entwickeln. Ich stehe nur dazwischen, ich habe keine Ahnung von den ganzen Bums, aber wäre nochmal eine entspannte Diskussionsgrundlage zwischen Biologe und dem Herrn Vogel. Seelicht im Sonnenlicht tötet die Mikroorganismen ab. Wichtig sind folgende Eigenschaften des Wassers. Es muss klar und ohne Trübstoffe und möglichst ohne Färbung sein. Das heißt, die Trübung darf maximal 50 NTU, das ist eine Trübungseinheit, betragen. Für uns heißt es eigentlich nur, es darf keine sichtbare Trübung haben. Und das haben Tropenflüsse normalerweise schon. Zusätzlich eine Färbung kann außerdem diese UVC-Teilchen abfangen und zu einer Konformationsänderung im Farbstoff führen. Klares, fast durchsichtiges Süßwasser. Egal, das geht jetzt zu weit. Also man kann es machen, das Wasser muss aber möglichst klar sein. Da dürfen dann Mikroorganismen drin sein, die sterben ab. Zweitens, die PET-Flaschen, die man ja weltweit findet, die dürfen keine Kratzer haben. Also das sind die beiden Voraussetzungen. Und dann. Ja, wirst du nicht finden. PET-Flaschen ohne Kratzer, wenn die da am Strand sind, keine Chance. Dann ist tropische Sonne ideal dafür geeignet, um tatsächlich so auch Trinkwasser zu reinigen. Also Joris hat erheblich mehr drauf, als gezeigt worden ist. Das auch mal nebenbei. Joris hat mehr drauf, als gezeigt worden ist. Aber das kannst du doch gar nicht wieder wissen. Du weißt doch gar nicht, was noch gemacht worden ist und nicht gezeigt worden ist. Das ergibt keinen Sinn. Joris hat mehr drauf, als gezeigt worden ist. Ergibt gar keinen Sinn, diese Aussage. Weil du weißt ja gar nicht, was nicht gezeigt worden ist. Dann müsstest du ja das komplette Rohmaterial kennen und die ganzen Szenen kennen, die nicht gezeigt wurden. Ja, das finde ich auch eine Sache, die eigentlich etwas schade ist. Die Dinge, die von Joris gezeigt werden, die gehen häufig daneben. Er kennt sich auch mit der Fauna vor Ort besser aus, als ich es vor jeder Recherche könnte. Also ich müsste mich genauso vorbereiten und das finde ich super klasse. Und da hätte man durchaus ein bisschen mehr zeigen können. Du kennst doch das Rohmaterial gar nicht. Wir sollen jetzt von Joris mehr zeigen? Aber du weißt doch gar nicht, vielleicht haben wir doch alles gezeigt. Vielleicht haben wir jede einzelne Aufnahme von Joris gezeigt. Du kennst das Material gar nicht, hä? Die Aussage gibt gar keinen Sinn. Das funktioniert überhaupt nicht.
mach doch selber mal was oder wie kannst du kritisieren ein Projekt, das du nicht gemacht hast? Zum einen, wie kannst du mich kritisieren, bevor du eine eigene Kritik gemacht hast? Also das ist doch Mumpitz. Ich darf doch kritisieren, auch wenn ich nicht Seven vs. Wild gemacht habe. Und das sind auch die Fragen, die ich meistens rauslösche, weil das sind dann Leute, die auch noch nicht 10 Sekunden genutzt haben, um zu googeln oder nach meinem Namen zu googeln, sondern die halt hergekommen sind, um... Vogel googelt nach dem Zähneputzen. ...was in die Kommentarspalten zu kübeln und dann wieder abhauen. Wenn ihr vergleichbare Projekte von mir sehen wollt, vor über 10 Jahren war ich nur mit einem Messer den Rhein runtergeschwommen, 300 Kilometer und habe mir alles zu essen vor Ort besorgt, habe das Wasser entkeimt, habe mir immer Notunterkunft gebaut. Damals, das war eine große Kammer, die konnte man nicht ständig mitschleppen. Da gab es praktisch noch keine bezahlbaren GoPros. Vergleicht ihr jetzt gerade den Rhein mit Panama und deiner tropischen Insel? Das finde ich schon wild. Das hat schon ein ganz anderes Level. Bin auch schon mal am Rhein geschwommen mit dem Messer. Naja, nee, ist doch gut auch, klar. Ist doch nicht schlecht. Würde ich mir gerne mal angucken, die Serie. Zeit vor YouTube praktisch noch. Gut, YouTube gab es schon ein paar Jahre, aber die Szene war winzig klein. Könnt ihr mal schauen, das Projekt hieß Survival Extreme. Ist ganz, ganz, ganz unten auf meinem Kanal. Habt ihr mit Sicherheit noch nicht gefunden. Warte mal jetzt. Holla. Was? Projekte von mir sehen wollt. Jetzt. Vor über 10 Jahren war ich nur mit einem Messer den Rhein runtergeschwommen, 300 Kilometer und habe mir alles zu essen vor Ort besorgt, habe das Wasser entkeimt, habe mir immer Notunterkunft gebaut. Okay. Damals, das war eine große Kammer, die konnte man nicht ständig mitschleppen. Da gab Was war das? Das war eine große Grammatik? Wasser entkeimt, habe mir immer Notunterkunft gebaut. Damals, das war eine große Kammer, die konnte man nicht ständig... Kamera? Ich höre Grammatik. Eine große Kamera, die konnte man nicht mitschleppen. Warte mal. Vor Ort besorgt, hab das Wasser entkeimt, hab mir immer Notunterkunft gebaut. Damals, das war eine große Kammer, die konnte man nicht ständig mitschleppen. Da gab es praktisch noch keine bezahlbaren GoPros. Zeit vor YouTube praktisch noch. Gut, YouTube gab es schon ein paar Jahre, aber die Szene war winzig klein. Ach so, die YouTuber-Szene war klein. Jetzt hab ich, ja. Aber der Satz fing ja an mit, wenn ihr das mal sehen wollt. Wo können wir es denn jetzt sehen? Könnt ihr mal schauen, das Projekt hieß Survival Extreme, ist ganz, ganz, ganz unten auf meinem Kanal. Ja. Habt ihr mit Sicherheit noch nicht gefunden. Haben wir mit Sicherheit noch nicht gefunden. Das will ich jetzt, also die 300 Kilometer Rheintour mit Messer und Wasser und Keim und Notunterkunft, will ich aber sehen. Pass auf jetzt, vor 15 Jahren. Alter, ein richtiger Oldschooler. Geiler Typ. Guck mal an hier. Vor 15 Jahren Survival-Videos gemacht. Okay, das finde ich nice. Das gefällt mir. So, aber was jetzt hier mit Survival Extrem? Bushcraft. Das ist alles Bushcraft hier. Bushcraft, Klassik, Angeln. Survival Extrem. Hier. Survival Extrem Start. Survival Extrem Nahrung. Survival Extrem Unterkühlung. Das sind 3 Videos. Sehe ich das richtig? Nee, geht's weiter. Survival Extrem. Schwimmen vor Boden. Extrem Feuer. Da gehen wir gleich rein, Shit. Hier, guck mal da, warte mal, kein Trinkwasser, 300 Kilometer stand hier was, 300 Kilometer im Wasser, okay, das sehen wir uns auf, da gehen wir gleich rein. Aber ich glaube tatsächlich, die Serie hätte man auch auf 3 Videos runterbrechen können, ist mir ein bisschen viel da irgendwie. Okay, erstmal ein Video jetzt. Ich werde das irgendwann demnächst in einem Supercut zusammenschneiden auf eine Folge, dass die Leute, die sich dafür interessieren, einfach dann nochmal anschauen. Ich gehe da rein, ich gucke mir die Dinger an, die sind ja da. Ich habe zahlreiche Recherche- und Survival-Reisen in Indien, in Vietnam, in Australien unternommen. Da gab es auch Filme, die sind im TV gesendet worden. Ihr könnt mal auf Discovery googeln. Da ist ein Film über die Durchquerung vom Saladio Uyuni zu sehen. Ansonsten ganz... Das ist mir ein bisschen schwammig hier alles. Weil was, Recherchereise in Indien? Warte mal. Ihr könnt mal auf Discovery googeln. Auf Discovery googeln, ja?
Da ist ein Film über die Durchquerung vom Salario Juni zu sehen. Ansonsten ein ganz interessantes Format von 2015. Da bin ich erst hier in den Kommentaren wieder drauf gekommen, weil einer der Kameramänner hier auch zugeschaut hat, und zwar das Schwarzwaldcamp von Hitradio Ohr. Das war effektiv 11 versus Wild, glaube ich. Das waren oder 10 versus Wild. Es waren 10 Leute, glaube ich, für 10 Tage im Schwarzwald. Vielleicht gibt es die Sendung noch hier irgendwo. Schaut da gerne mal rein. Wenn ich die Sendung finde, dann verlinke ich die euch unten dran. Hat Hitradio Antenne? Da sieht man nämlich sehr, sehr viele Survival-Techniken, die man in den heimischen Wäldern auch verwenden kann. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Grüße gehen raus an den Dude Langhammer. Mhm. Der wird hier hoffentlich auch unten wieder kommentieren. Hitradio Antenne im Schwarzwald. Okay. Und ganz aktuell sind noch die Folgen Survival mit Joe Vogel auf D-Max und Discovery. Und ganz aktuell... Komm, wir sind ja Kollegen. Discovery und D-Max. Aber ich habe ja keine, Survival-Serie. Ich habe Recherchereisen-Serie. Oder was jetzt ganz aktuell ist, jetzt auch 3 Jahre her, dass das rausgekommen ist, vor der Pandemie zumindest. Das war Call of the Wild oder Ruf der Wildnis. Das läuft, glaube ich, noch auf Pro7 Max. Das ist wirklich so ein intensives Survival-Training mit einem Kursteilnehmer in heimischen Wäldern, also jetzt nicht in den Tropen. Aber auch da was ganz Interessantes. Also mach doch mal was. Ich habe da noch einen Film, den ich noch fertig schneiden muss, auch schon seit ein paar Jährchen. Den werde ich aber vermutlich nicht auf YouTube veröffentlichen. Ein Film seit ein paar Jährchen, der noch fertig geschnitten werden muss? Du hast einen Film seit ein paar Jahren, der immer noch nicht fertig ist? Gibt da so gewisse Techniken so zum Abarbeiten, To-Do-Listen, Zeitplanung, Projektmanagement? Ich könnte dir da so, ne? Kann ja auch ein bisschen helfen, wenn wir das mal fertig kriegen, das Ding endlich hier. Kann doch nicht sein, dass du einen Film von vor 3 Jahren irgendwo auf der Platte rumliegen hast. Falls jemand Interesse hat, sprecht mich gerne an. Ich kann entweder beraten oder mitkommen, mitmachen. Ich würde aber allerdings ein anderes Biotop vorschlagen, ein Biotop, in dem ich mich sehr gut auskenne. Das wäre beispielsweise in Australien im Outback an den Gewässern. Da kann man auch sehr viel mehr machen, weil es nicht diese regelmäßigen Regenfälle gibt. Aber es gibt genügend anspruchsvolle Techniken, die man da machen kann. Was, jetzt soll ihn jemand ansprechen? Aber ich komme nicht hinterher. Irgendwie ist das immer so, diese Sätze und Themen, die driften immer ab. Jetzt irgendwer soll ihn ansprechen für Australien? Wer soll ihn jetzt denn ansprechen? Der da mitkommt oder was? Ist derzeit nicht wirklich was geplant. Wie gesagt, ich bin gerade ausgewandert und wir haben hier noch einiges zu organisieren gehabt. Und 2 Jahre lang Pandemie haben wir auch dazu. Jetzt sind wir wieder beim Auswandern. Pandemie hat viel zu tun. Für das man nicht wirklich rausgekommen ist, aber es gibt noch einen Film von der Durchquerung der Transaltai-Gobi, den ich hier im Laufe der nächsten Monate mal fertig machen, dann hier in verschiedenen Folgen veröffentlichen werde. Und jetzt okay. Die abschließende Frage, glaubst du, dass Otto Feuer gemacht hätte? Nein, mittlerweile die neueste Folge habe ich jetzt natürlich auch schon gesehen. Nein, kann Otto natürlich nicht und mit der Technik, die er zeigt, auch nicht. Nein, kann Otto nicht, Chat. Otto kann kein Feuer machen. Es geht nicht. Was glaubt ihr denn? Ich habe gesehen, dass diese Technik von diesem einen Survival-Spezi da in der Behind-Scene gezeigt worden ist. Da bin ich nicht ganz einverstanden, weil das, wenn man damit wirklich mit Bambus Feuer machen kann, die schwierigste Technik mit Bambus ist, eine Art Feuerpflügen auf... Oh, jetzt geht der Tom McElroy an. Der Survival-Spezi Tom McElroy, der hat Bullshit gezeigt, Leute. Der hat keine Ahnung. Klar, der hat mit Ed Stafford den ganzen Kram große Projekte mit weltweit engagiert, aber der hat keine Ahnung. Würde ich so nicht machen. Bambus, das macht eigentlich relativ wenig Sinn. Ja. Aber Bambusreibe, ergibt gar keinen Sinn. Ja. Macht kaum wer. Auch gerade im tropischen Bereich, das ist wirklich eine völlig veraltete Technik. Es könnte theoretisch funktionieren, aber Otto kann das definitiv nicht. Ja. Wir brauchen da 350 Grad Temperatur, um das zu erhitzen. Das zeige ich euch gleich. Und eigentlich verwendet man ja das Feuer Segen in den Truppen, weil man da immer Material hat. Du hast Bambus rumstehen und dieser Bambus, der, wenn der abgestorben ist, bleibt der aufrecht stehen. Ja. Und du kannst damit dann immer Zunder machen, du kannst damit immer Feuer Segen Feuer machen. Ja. Und dazu werde ich hier das Pfahlrohr verwenden. Da werde ich mir ein paar größere Stäbe suchen und das damit machen. Das ist ein bisschen schwieriger und ein bisschen muss man ein bisschen anders machen als mit Bambus. Aber da könnt ihr euch mal die Technik anschauen. Okay, bin ich gespannt. Dschungeltraining, auch hier auf dem Kanal Feuersägen, verlinke ich euch da oben hin. Da könnt ihr die Technik sehen. Der Film ist auch uralt. Damals gab es auch noch keine bezahlbaren GoPros. Da war ich in Indien im Dschungel unterwegs. Da seht ihr mal die Technik. Das ist in Indien im Dschungel hier gerade?
sie gemacht wird und wie sie auch erfolgreich gemacht wird. Ich sage nur Bauchkrampf. Ja, schaut es euch einfach mal an. Ansonsten, ja, genau. Es ist die falsche Technik, die Otto zeigt. Die richtige zeige ich dir jetzt. Okay, so, jetzt nach 21,5 Minuten geht es jetzt mal ran hier. So. Also. Ich bin hier an einem, ja, Pfahlrohrfeld. Pfahlrohr kannst du dir so vorstellen wie dicken Schilf oder sehr dünnen Bambus. Und irgendwie Bambus gehört Pfahlrohr zu den Süßgräsern, zu den Poaceae. Jetzt weißt du auch, was ich damit meine, dass langweiliger Survival-Content, wenn dann von mir kommt, bitte sehr. So, diese Rohre, die wachsen relativ schnell und das Interessante ist... Hatten wir bei uns auf jeden Fall nicht. Wir hatten angespülten Bambus, ja, aber der war natürlich klitschnass, weil der natürlich Ewigkeiten, beziehungsweise alle 12 Stunden von der Flut einmal getränkt wurde und dann wieder angespült worden ist, ja. Du findest immer wieder abgestorbene dazwischen und die bleiben aber stehen. Gräser haben im Gegensatz zu Holz Silikate, das sind Strukturen, die das sehr, sehr hart machen. Das heißt, hier gehe ich normalerweise auch nur sehr, sehr ungern mit dem Messer dran. Vor allem schabe ich daran sehr ungern mit dem Messer. Kann man mit dem Messer machen, ich mache es gerne mit dem Messerrücken. Und jetzt nehme ich mir einfach mal so ein Ding raus. Und damit werde ich jetzt eine kleine Feuersäge bauen. Okay. Und bevor ich das mache, Joe, wo ist dein Kameramann hin? Hat der Feierabend heute? Möchtest du mal zeigen, was das für ein Material tatsächlich ist? Das hier ist richtig, richtig hart. Ja. Und wenn ich hier drüber kratze, dann entsteht eine Art Locken. Entstehen Locken. Das, was Knossi gemacht hat, um das als Zunder zu nutzen, ja. Und diese Locken, vor allem wenn ich mal eine gewisse Schicht reingearbeitet habe, sind komplett trocken. Das heißt, wenn du in den Truppen bist und du möchtest Feuer machen, dann nimmst du diese Locken, auch für Joris, wenn er es nochmal probieren möchte, toten Bambus nehmen, der noch aufrecht steht. Damit machst du... Toten Bambus, der noch aufrecht steht. Wie gesagt, ich glaube, alle Leute, die die Serie aktiv gesehen und verfolgt haben, gibt es dort nicht. Das ist ja schön und gut, die Technik, aber... Bei uns gab es weder Bambus auf der Insel, der trocken war, noch tot, noch stand, noch als Gewächs dort irgendwo war. Mal davon abgesehen, ich glaube, das haben wir auch alle gesehen, dass es dort die ganze Zeit und ständig geschüttet hat aus Eimern. Also hier im Sonnenschein bei herrlichen 24 Grad, das ist natürlich eine andere Herangehensweise, ne? darf man nicht vergessen, aber nichtsdestotrotz, die Lockenvariante ist geil, ja, kenne ich selber, hat Knossi sehr gut in seinem in seinen Parts gezeigt, wie er damit seine Zigarette angemacht hat. Die Locken, und die sind auch der richtige Zunder, um damit dann Feuer zu machen. Wenn, aber auch nur, wenn es trocken ist, ne? Wenn ich jetzt damit säge, das versuche ich in einem Take durchlaufen zu lassen, weil sonst kommen, du hast gefaked oder sowas. Nur, ich werde es nicht anblasen. Ich habe jetzt kein Zundernest gesammelt und ich hoffe, dass du mir glaubst, dass ich Feuer angeblasen bekomme. Wenn nicht, dann von 2008 gibt es ein Video da oben von Feuerborn oder von Feuer anblasen. Irgendwo habe ich ein Feuer anblasen Video. Was? 2008 Video anblasen, Feuer anblasen mache ich nicht, weil, warum? Weil ich habe jetzt keinen Zunder. Er hatte nicht gerade erzählt, dass er mit diesen Locken hier sich super schnell Zunder machen kann? Was? Er zeigt Sachen bei 24 Grad und ihr wart im Dauerregen. Ja, gut, so den Dauerregen kann er jetzt ja nicht bestellen, so, aber wir gucken mal. Natürlich ist es nicht vergleichbar, ist ja logisch. Du darfst mir glauben, dass ich Feuer anblasen kann. Ich glaub, Joe, ich glaub dir. Hier haben wir. Du wirkst für mich wirklich wie ein stabiler Bläser. Macht für mich den Eindruck. Ich glaube, du kriegst es hin. Diesen Kalami heißt der in Griechenland, dieses Pfahlrohr, Arudo, wird er auf Latein genannt. Lateinisch auch Phallus genannt. Und daraus baue ich jetzt eine kleine Feuersäge. So, okay. Ich habe jetzt hier mein Schilfrohr oder ja, Pfahlrohr. Und jetzt können wir uns das Material nochmal anhören. Das ist komplett trocken. Ja, geil. Und wenn hätte ich gern gehabt, tatsächlich, ja. Und die Sonne hätte ich auch gern gehabt. Ich damit Feuer sägen möchte, brauche ich einen möglichst langen, geraden Abschnitt. Ja. Das hier ist jetzt sehr viel kleiner, als man ihn bei Bambus hätte. Und ich werde es trotzdem damit jetzt zeigen, wie ich den vorbereite. Und zwar brauchen wir gar nicht erst versuchen, hier auf einer Innenfläche zu reiben. Das wird nicht funktionieren. Wir haben hier zu wenig Abrieb, sondern wir brauchen eine Schliffkante. Ja. Okay? Und diese Schliffkante, muss ich kurz auf den Boden machen. Diese Schliffkante
die habe ich nach dem Aufteilen. Das ist dieser Bereich hier. Der ist super. Ja, ein klassisches Bambussägen halt. Ne? Nennt man doch so. Ja. Hart und auch ziemlich scharf. Und das Feuersägen funktioniert so, dass ich mit... Mit einer kleinen Kerbe und dann hast du oben den Zunder drin, kleines Stäbchen drüber. Heim über diese Kante schleife. Ja. Okay. Jetzt ist das Pfahlrohr so instabil oder sehr viel instabiler als Bambus und deshalb bricht diese Gleitkante relativ schnell ab. Okay. Die Kerbe, die soll gerade so sein, dass ich darauf sauber schleifen kann. Die schleift sich von alleine dann rein. Und wenn ich jetzt diese Bewegung mache, dann merke ich schon, dass es Reibung gibt. Und die Version, die ich verwende, um mit Bambus Feuer zu sägen, ist, ich nehme diese Kante, presse die mir hier hin. Ja, ja, die Technik kennen wir alle. Arbeite, das kannst du natürlich dann etwas länger so, okay? Mit dem Schilfrohr, mit dem Fallrohr werde ich jetzt aber sägen. Das heißt, ich werde es so machen. Dafür brauche ich jetzt meinen Zunder. Und den stelle ich her, indem ich hier auf der, sieht man es, ja. Den stelle ich her, indem ich mit dem Messerrücken hier vorbeikratze, bis die ersten Locken entstehen. So, da war die erste. So, und dieses Lockenmaterial. Ich sehe es nicht, Joe. Ja, das sammle ich und lege das unter diese Kerbe. Ja, ja, klar. Dann fange ich an zu sägen. Und ich säge und säge, bis ich nicht mehr kann oder bis das Material langsam aber sicher bricht. Dann erst öffne ich das Ganze und schaue, ob ich Glut drunter habe. Ja, ist ja die... Das Material ist absolut trocken. Und wenn da jetzt Joris mit dem Feuerstarter dran gehen würde, würde es mit Sicherheit brennen. Genau, das hast du bei Knossi gesehen haben. Das klemme ich jetzt hier unten an mein Schiffchen. So, das ist wunderbar. Ich fange sie jetzt mal an, auf meinem Knie einzuschleifen. Und jetzt sind wir etwa bei 200-300 Grad. Jetzt bin ich fast durchgeschliffen. Das ganze Pulver soll ja nach innen fallen. Habe ich übrigens auch trainiert, die Technik mit Bambus bei meiner Vorbereitung hier in Deutschland. Also ich habe mir quasi Bambus gekauft und das dann getestet. Frei. Das ist erheblich anspruchsvoller als das Feuerbohren, wird aber deshalb gemacht, weil du das trockene Material im Sinne von Bambus, Schilfrohr oder Vergleichbares halt immer in den Tropen verfügbar hast. Nee, leider nicht. Etwas bessere Unterlage, ein Stein. Und jetzt lege ich das hier ab. So. Ah, das passt jetzt schon ein bisschen besser. Du musst immer richtig rum drauf gehen, weil wenn du diese Kerbe hast, dann siehst du, dass die hier in diese Richtung reingeht. Und wenn ich jetzt falsch rum drauf gehe, dann muss ich wieder komplett neu einschleifen. Also immer in der gleichen Richtung sägen. Okay. So, und jetzt... Ich hoffe, dass man den rauszieht. Jetzt muss ich aufpassen, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt bricht das Ganze durch. Und es ist anstrengender als Feuerbohren. So, jetzt bricht es durch. Nein, noch kein. Noch keine Glut, aber das machen wir gleich nochmal. Das Pfahlrohr, das ist relativ instabil, es bricht mir immer wieder. Und jetzt schaue ich, dass ich ein etwas größeres Schiffchen mache. Dann würde ich sagen, mache ich gleich Zunder rein und dann power ich mal das erste Mal. Hat er doch eben auch Zunder drin gehabt, oder? Mein Zunder. Hat davor auch. Kommt hier rein. Ich klemme es ein bisschen fest. Ich komme da jetzt nicht mehr so gut hin. Erst muss ich halt richtig durchpowern. Okay. Mein Schiffchen. Okay, das ist jetzt nicht mehr gespalten. Schwarz. Mhm. Und dann probieren wir mal. Ja, sieht vom Material her besser aus. Ich finde es gerade tatsächlich ganz spannend. Er hat das jetzt nicht gespalten, dadurch sägt er das nicht so schnell durch, sondern er hat unten nur, ich sag mal, vielleicht so 20-30% abgeschnitten. Dadurch hat er mehr Material. Okay, finde ich schon mal interessant. Ja, da sieht man, dass es raucht.
Ja. 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 Reicht's für die Zündung? Oder nicht? Das ist die Frage. Jetzt muss ich schauen, dass ich mich ein bisschen weiter bewege, weil sonst ist meine Kante hier sehr, sehr eng. Und ja, sieht gut aus. So, jetzt schau mal. Da raucht's drin. Haben wir schon. Noch nicht, aber ihr seht, wie das Ganze jetzt aussieht. Ah, raucht. Ja, wo jetzt? Habe ich da was? Nee. Also, aber wunderbares Pulver. Ein bisschen mehr und dann gehen wir nochmal dran. Okay, okay. Und probieren wir nochmal. Nehmen wir eine neue Kante und na, ein bisschen drehen. Dann versuchen wir es ein neues Mal. Und natürlich aufpassen, weil das Ganze instabil geworden ist. Jetzt aber, komm, alle guten Dinge sind drei. Es raucht zwar schon, aber es hilft noch nichts, weil noch nicht durchgeschliffen ist, aber also vom Gefühl her fühlt sich schon sehr, sehr gut an. Das riecht schon sehr, sehr gut. Ich will erst aufhören, wenn ich wirklich nicht mehr kann, weil da brauchen wir echt Abrieb und Hitze. Und? Ne, noch nicht. Noch nicht. Aber schon sehr, sehr nah. Ja, ich habe das häufiger mit Bambus gemacht. Bambus hat eine etwas härtere Struktur. Das ist jetzt Pfahlrohr. Pfahlrohr ist weicher. Ich habe es ein, zweimal damit schon geschafft. Ja. Und die Sache ist einfach, diese Art von Rohre gibt es weltweit. Also es ist eigentlich egal, ob man jetzt Pfahlrohr nimmt, Bambusschilf oder irgendwelche, beispielsweise Riesenknöterich hat. Nein, der ist ein bisschen weich, aber es könnte funktionieren. Solche Sachen ausprobieren, draußen sichere Feuerstelle suchen und dann einfach alles Mögliche ausprobieren. Dann kommt die Erfahrung. Ja. Und wenn du diese Erfahrung hast, dann kannst du auch raus und das Ganze ausprobieren. Ich bin gespannt, wie es aufgelöst wird. Bisher haben wir noch kein Feuer. Probieren, aber das schaffen wir. Chugger und lass nicht so viel Müll draußen rumliegen. Und mein heutiger Sponsor ist der gesunde Menschenverstand. Ich habe mir einen neuen Schlitten gemacht. Okay, jetzt gut. Ist er wieder aber gespalten komplett. Kurzer emotionaler Einwurf, immer an dich glauben und dann funktioniert auch alles, wenn es in der Realität nur so einfach wäre. Ja. So, wieder voll motiviert und weiter geht's. Ach so, nee, das war ja, sorry, es war das Schleifstück, was er gespalten hat. Das andere ist wieder noch halbwegs... Weiter, 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 weiter. Joe! Also nicht, dass ich jetzt noch verletzt. Komm. Warte, es raucht, es raucht. Ich muss es ganz vorsichtig da reinwählen. Es hat Glut, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Doch, aber doch, 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 doch. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich ein Zündernetz machen würde. Und dann hätte ich Feuer in 30 Sekunden entzündet. 30 Sekunden? Wochen. Versprochen. Okay. Was ist mit dir? Was ist deine Lieblingsmethode, in nur 30 Sekunden ein Feuer zu entzünden? Schreib mir unten in die Kommentare, ebenfalls, ob dir so ein Content gefällt, ob ich die Techniken dann zeigen soll, wie sie richtig gemacht werden und worüber ich mir eigentlich im Klaren bin. Ich werde nicht jede einzelne Folge durchmachen und jeden einzelnen Fehler zeigen. Aber war's da? Also das war's jetzt oder was? Ah, okay. Ich hätte jetzt, ja. Okay. Chat und auch Joe, was meinte, wie realistisch ist das Gezeigte gerade auf einer tropischen Insel in Panama in der Regenzeit, bei der es täglich regnet und es keinen Bambus gibt, der dort wächst und auch keinen Schilfrohr und es. Also, ist realistisch, dass man das so meinte? Ne? Hm. Okay, ja.
Ich werde exemplarisch einzelne Fehler zeigen, weil ich glaube, dass beim Schnitt auch bewusst Fehler gezeigt werden. Und ich möchte wirklich nicht jeden einzelnen Fehler zeigen. Dass bewusst Fehler gezeigt werden? Natürlich. Also ich kann es auch gerne nochmal sagen, ich sage es zwar in der Folge, es geht nicht darum, bewusst Fehler zu zeigen, bewusst Erfolge zu zeigen, sondern wir zeigen bewusst die Realität. Und wenn Leute Fehler machen, dann zeigen wir natürlich diese Fehler, ist doch logisch. Wir machen ja kein Survival-Tutorial oder irgendwas, wo wir zeigen, wie es richtig geht. Es ist eine Dokumentation von den Dingen, so wie sie dort geschehen sind. Und wenn dort alle Leute den ganzen Tag nur Fehler machen, dann zeigen wir halt auch nur Fehler. Logisch. Ihr merkt, ich habe gerade ein bisschen Sauerstoff. Also, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen da. Falls ihr alle weiteren Techniken, Notnahrung, Feuer, das war jetzt... Was meint ihr, würdet Joe Vogel das an Tag 6 oder so auch noch hinkriegen? Nur eine Feuertechnik. Wenn ihr das alles noch sehen wollt, lasst ein Abo da. Da muss ein bisschen Cardio-Training ran. Das kann nicht sein, dass du so außer Puste bist. Da müssen wir angreifen, Joe. Noch ein bisschen mehr essen. Bisschen mehr Sport, dann wird das. Daumen hoch und dann sehen wir uns irgendwann nächste Woche. Habt einen geruhsamen, friedlichen, kriegsfreien Weihnachts-, ersten, zweiten, dritten Feiertag, was auch immer ihr feiert. Und wir sehen uns hoffentlich auf jeden Fall noch vor Silvester oder Neujahr. Macht's gut, ciao. Tschüss, Sikorski. Ja, ich hätte mir tatsächlich halt wirklich ein Feuer gewünscht, einfach, wenn, also wisst ihr, was ich meine? Das verstehe ich dann nicht so ganz. Das wäre mir, wenn ich halt dann schon so reingehe, so mit den Ellenbogen austeile und dann auch gegen Otto sage, der kann eh kein Feuer und kriegt er eh nicht hin, aber ich zeige euch mal hier. Also dann hätte ich ja, dann wäre ja schon mein Ziel gewesen, dass ich dann auch ein Feuer zeige. Ja, das hat dann ein bisschen geräuchert, da war sicherlich eine Mühglut. Das heißt noch lange nicht, dass du da auch ein Feuer draus kriegst. Das ist ein guter Step, aber du brauchst dann auch noch mehr Abrieb, damit die Glut größer wird, dann muss sie transferieren, dann muss es nochmal anblasen, wie gesagt hat. Und dieses, ich erkenne so gewisse Parallelen im Sinne von, ja, ich kann das schon, vertraut mir mal. Ich brauche ja gar keinem was beweisen. Ich hab schon das und das gemacht, bla bla bla, so. Und dann dieses, ich verstehe halt nicht, du hast Leute, die viel Theorie labern, und wenn sie dann mal Sachen aus der Praxis zeigen, dann ist das immer nur so ein bisschen so halb. Warum? Verstehst du? Also war dann, guck mal, wenn er jetzt diese Technik gezeigt hätte, babibub, blub blub, Feuersägen, weiß ich auch beim dritten Mal, zack, anpusten, Feuer, Flamme, dann wäre ein Punkt, wo du sagst, naja gut, gute Technik, ja. Da wäre immer noch der Punkt gewesen, wo du sagst, naja, Meister, aber bei dir sind 24 Grad und Sonne und alles ist furztrocken. Und dieses Gewächs und Bambus und Stehen und generell hatten wir ja gar nicht. Ne? Das fehlt mir dann halt auch in so einem Zusammenhang. Wenn ich das in diesem Zusammenhang mit Seven vs. Wild mache und dann quasi hier gegen Otto schieße und dies und das, dann denke ich mir so, naja, dann weiß ich auch nicht. So, ich gucke mir da auch kein Wintervideo an und sage dann so, naja, aber das hätte ich anders gemacht und dann zeige ich irgendwie ein Video aus dem Anfangsherbst. Hä? Wisst ihr, was ich meine? Gut. Aber ich freue mich trotzdem auf die weiteren Teile. Ja, weil das war erst 2 von 8. Daumen nach oben. Ich freue mich drauf. Wir gucken uns im Stream hier alles schön nach und nach an. Ja, haben wir schön Content für einen Live-Kanal. Herrlich. Vielleicht können wir hier und da auch ein bisschen was lernen.